Die weltoffene Seite des Islam soll stärker betont werden. Das meint der österreichische Islamtheologe Muhannad Khurshid, der dieser Tage die Islamkonferenz präsentiert hat. Doch so manche Musliminnen und Muslime in Österreich, vor allem aber deren offizielle Vertretung, die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die sind irritiert. Und dieser Tage wurde auch der zweite Teil einer Studie veröffentlicht, in der es um Moscheen in Wien geht. Eine Studie im Auftrag des österreichischen Integrationsfonds. Klaus Theer berichtet. Im Fokus der Studie stehen die Freitagspredigten. Worüber sprechen die Imame? Wirken sie auf ein besseres gesellschaftliches Miteinander ein oder nicht? Das Islamische Zentrum am Bruckhaufen in Wien bewerten die Studienautoren als gelungenes Projekt in diesem Zusammenhang. Moscheen in Wien und deren Rolle im Integrationsprozess. Die Situation habe sich, so die Studie, seit 2017 leicht verbessert. Viele Predigten würden jedoch türkische Staatspropaganda, Fundamentalismus und schwarze Pädagogik beinhalten. Wir können sagen, wir haben eine ganze Reihe Vereine, die ganz offensichtlich in ihren Predigten politische Inhalte in dem Sinne predigen, unter die Leute bringen, dass sie sich von dieser Gesellschaft fernhalten sollen. Und das ist desintegrativ. Auch der Präsident der offiziellen Vertretung der Muslime in Österreich hat den neuen Forschungsbericht gelesen. Für vorhandene Defizite macht er nicht nur eigene Versäumnisse, sondern zu geringe Mittel für die Ausbildung von Imamen in Österreich verantwortlich. Für uns ist, und das ist ein Anspruch, den ich mir seit Beginn meiner Amtsperiode gestellt habe, ist die Ausbildung der Imame auf österreichischem Boden. Und gerade hier vermisse ich aber die Unterstützung von Staat und von verschiedenen Stellen, weil es etwas ist, das wir nur gemeinsam bewerkstelligen können. Tarafa Bagajati ist Imam. Seit Jahren engagiert er sich im interreligiösen Dialog zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Die aktuelle Studie gehe von falschen Prioritäten aus. Es gibt bei diesen Studien ein grundlegendes Missverständnis. Gotteshäusern sind nicht Integrationsvereine und auch nicht ein Platz für Deutschkurse. Und dieser Anspruch automatisch, dass jede religiöse Institution ausschließlich aus dem Winkel oder Blickpunkt der Integration und Asylthematik zu sehen, ist es grundlegend falsch. Nicht eingebunden sieht sich die Islamische Glaubensgemeinschaft in die angekündigte Dialogplattform Österreichische Islamkonferenz nach deutschem Vorbild. Im Gegensatz zu Deutschland, so die IGGÖ, gäbe es mit ihr jedoch bereits eine staatlich anerkannte Muslime-Vertretung in Österreich, die sich um Dialog und Integration bemüht. Vorgestellt wurde die österreichische Islamkonferenz vergangenen Montag. Wie können wir konkret, praxisorientiert zu Lösungen kommen, aber zu praktischen Lösungen, die auch von der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich getragen werden sollten? Das ist ja das Ziel dieser Plattform und keineswegs eine Art Parallelstruktur zu der IGGÖ. Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst und wir stellen uns dieser Verantwortung. Wenn Sie die Geschichte der islamischen Glaubensgemeinschaft anschauen, gerade in den letzten Jahren haben wir so viel in dieser Richtung gemacht, dass der Dialog auf verschiedenen Ebenen permanent stattfindet. Von daher sehe ich diese Lücke, die Professor Khurshid sieht, nicht. Was ich aber sehr wohl sehe, ist, dass sehr viel Geld in die Hand genommen wird. Es ist die Rede von einer 250.000 Euro Fördergeld, Steuergeld. Geld, das wir in der islamischen Glaubensgemeinschaft für die Verbesserung der bestehenden Strukturen viel besser einsetzen können. Etwa, weil vorhin die Rede war, eine Imame-Ausbildung auf österreichischem Boden zu etablieren. Ich möchte den Professor Khurshid einladen, gerne das Geld uns zur Verfügung zu stellen, dass wir sie sinnvoll einsetzen können, um die bestehenden Strukturen zu stärken. In Österreich werde viel zu viel über Muslime statt mit Muslimen geredet, kritisiert Tarafa Bagajati. Trotz erster Bedenken wolle man die Zusammenarbeit nicht verweigern. Es gab und gibt in den letzten 20 Jahren so viele Plattformen und Diskussionsforen und Imame-Konferenzen, die all diese Fragen, die der Herr Khurshid darstellt, beantwortet haben. Es sind Papiere, es sind Details da. Aber wenn der Herr Khurshid in Deutschland lebt und keine Ahnung hat, was in Österreich passiert, dann ist das sein Problem. Daher die Bitte, noch einmal mit uns zu arbeiten, anzuschauen, was da schon vorliegt an Schätze
und an Ergebnisse und gemeinsam arbeiten, um diese zu verwirklichen. Die Österreichische Islamkonferenz, eine Dialogplattform zwischen Islam, Politik, Medien, Kirchen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, soll im Juni erstmals zusammentreffen.